Hallo zusammen, ich begrüße euch auf Du klemmst doch. Einige von euch wissen es eventuell ja schon, ich bin begeisterter Klemmbaustein-Automodellbauer. Ich mag diese kleinen Sets ganz gerne. Abends zum Beispiel bei einer guten Heavy Metal oder Hardrock CD, ein Flasch Bier dazu und dann zum Entspannen nochmal eben ein kleines Set bauen. Ich mag das wirklich gerne, damit fahre ich richtig schön runter und macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Ich bin nicht so der Typ, der sich an großen Projekten ransetzt und das an einem Tag nicht vollenden kann. Sowas spare ich mir dann meistens für meine Urlaubszeit oder fürs Wochenende auf. Bei mir wartet auch schon seit längerem ein größeres Wangi-Set, dass es endlich mal fertig gebaut wird. Ja. Aber um auf das eigentliche Thema zu kommen, ich liebe Modellautos in Größe wie zum Beispiel die Speed Champions oder auch, nee, fangen wir an mit den Speed Champions. Hier zum Beispiel dürfte den einen oder anderen bekannt sein, ein Speed Champion aus der 2019er Reihe, das ist der Camaro Chevrolet. Und Speed Champions in diesem Format, in dieser Größe, in der Länge von roundabout 15 cm, 6 cm Breite, sowas mag ich einfach. Ja, Höhe meistens so um die 8, 9 cm. Das sind so die Modelle, die ich bevorzuge, wenn ich die zusammenbaue. Und davon häufen sich die Modelle inzwischen bei mir auch. Eine andere Marke, die ich ganz gerne baue, obwohl es da nicht so die Auswahl gibt, sind von Sluban die Model Bricks. Da gibt es vier Autos, die in diesem vergleichbaren, sage ich jetzt mal, Segment mit dem Speed Champion vergleichbar sind. Hier der blaue Sportwagen. Auch das Modell dürfte den einen oder anderen bekannt vorkommen. Das Männchen finde ich ganz süß. Ja, es sind ein paar ganz nette Details dabei, die mir so gefallen. Eine absolute Marke für mich im Bereich dieser Modellautos in dieser Größenordnung hat für mich Wangi auf den Markt gebracht. Ich bin total begeistert von diesen Sets. Das sind die Supercars oder Super Champions, so nennen die sich. Davon gibt es 11 Stück. Und natürlich habe ich alle 11 Stück, weil ich halt ein kleiner Freak bin. Einfach mal zum Zeigen. Hier das Modell aus dem Hause Wangi. Der ein oder andere dürfte jetzt rumschreien: Moment, das Modell gibt es doch auch in der gleichen Größe von dem dänischen Marktführer. Ja, gibt es. Vom Aufbau sind die Wagen von Wangi auch sehr ähnlich den Speed Champions, sage ich jetzt mal, von Lego. Nur sie differenzieren sich schon ein bisschen vom Design, muss man dazu sagen. Und der ein oder andere Bauschritt ähnelt den von dem Marktführer. Ein anderer wiederum ist komplett anders gestaltet. Mir gefällt dieser Wagen sowohl von dem dänischen Hersteller als auch dieses Modell von der Firma Wangi. Und das soll natürlich so eine Art vom McLaren Senna sein. Ich bin immer wieder auf der Suche nach anderen Herstellern, die in diesem Format Modellautos auf den Markt bringen und bin jetzt eigentlich eher durch Neugier auf Qman gestoßen. Leider Gottes kann ich euch jetzt die Umverpackung nicht zeigen, denn ich war so dusselig und habe sie aus Versehen mit in den Altpapiercontainer reingedrückt. Dabei sollte der Karton gar nicht zum Altpapier landen. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Dafür stellvertretend, weil das Design von der Verpackung identisch ist. Hier die Bauanleitung. Das ist das Set 42016, also der sechste Wagen in dieser Reihe. Da gibt es mehrere von. Insgesamt sind es
Sechs Einzelautos und zwei Doppelsets. Teile sind es meines Erachtens in diesem Falle, ich weiß nicht, wenn es jetzt nicht hier drauf steht, doch 185 Teile ab 6 Jahre. Das Männchen, das hier abgebildet ist, ist aber nicht Bestandteil, sondern es ist wirklich dieser schwarze Fahrer. Auf der Rückseite der Bauanleitung können wir dann auch noch die einzelnen Sets wirklich sehen. Sechs einzelne Wagen, wie ich erwähnt habe, und zwei Zweier-Sets. So sieht der Wagen dann aus. Mit Stickern. Dazu kommen wir aber auch in der Detailansicht. Und ich möchte jetzt nicht zu viel teasern, nicht zu spoilern, was mein Fazit ist. Darum gehen wir jetzt direkt runter auf meinen Tisch. Bis gleich. Willkommen in der Detailansicht. Wir haben jetzt hier die Bauanleitung, die vom Design genauso aufgebaut ist wie die Umverpackung. Unten hier in der Ecke steht das Modell Snow GT 91. Hier haben wir das Modell nochmal angezeigt. Aus der Serie Main City. Hersteller Qman. Die Artikelnummer 4201-6. Ab 6 Jahre eine Minifigur enthalten und insgesamt sind es 185 Teilchen. Die Minifigur, die hier abgebildet ist, ist aber nicht die, die bei diesem Set dabei ist. Hier einfach mal zum Vergleich die Minifiguren einmal vom dänischen Marktführer, klassisch, Prinz an den Beinen, an dem Oberkörper, auf der anderen Seite bei der Qman-Figur, Prinz an den Beinen, am Oberkörper, natürlich ein signifikanter Unterschied, die Kopfgröße. Drehen wir die Figuren mal um. Und auch hier sehen wir Überschneidungen. Einmal hier die Prinz auf der Rückseite und hier auch. Und man kann da sehen, Noppenaufnahme jeweils bei beiden Minifiguren, 4 Stück an der Zahl. Der Hauptunterschied, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist die Kopfgröße, die Statur und generell auch die Größe von der Qman-Figur, die doch einiges größer, kräftiger erscheint gegenüber einer klassischen Minifigur vom dänischen Marktführer. Das Modell an sich sehen wir jetzt hier und es erinnert schon an einen klassischen, sage ich jetzt mal, bekannten Autohersteller, der auch mit N beginnt. Die Prints gehen über einzelne Fliesen. Das ist eine große Fliese. Hier oben auf dem Dach ist ein Print. Jeweils hier an den Seiten, auf beiden Seiten zu sehen, Prints, auf der Kühlerhaube, die Beleuchtung. Und dann haben wir nochmal Prints, Entschuldigung, im hinteren Bereich, einmal hier in dem Bereich und hier auf der einzelnen Fliese. 10 Sticker an der Zahl insgesamt in der Verpackung. Drehen nochmal zur Seite. Auch auf der anderen Seite ein Hauptprint. Alle mit einer sehr guten Qualität, anders kann ich es nicht sagen. Gut abzuknibbeln von der Folie und auch gut zu positionieren. Machen einen wertigen Eindruck aufs Erste, wenn man von einem wertigen Eindruck bei Stickern sprechen kann. Die Klemmkraft ist sehr gut, kann ich nicht anders sagen. Auch die Spalte halten sich wirklich in Grenzen. Es ist wirklich sehr gut. Es passt einfach alles sehr gut zusammen. Anders kann ich es nicht sagen. Die Steine sind
Hochglanzpoliert. Farbintensität sehr stark. Keine ausgebleichten Steinchen mit im Set dabei. Farbgleichheit zu 100% gegeben. Das Dach ist natürlich abnehmbar. Und was wir hier sehen können, es ist Trans Dark oder Trans Black. Leicht mit einem Schlier drauf, keine Kratzer, wenigstens konnte ich keine Kratzer erkennen, aber ein leichter Schlier drauf an manchen Stellen nicht durchgehend. Von der Rückseite noch mal betrachten oder Innenseite. Jetzt kann man es eventuell erkennen, so ein leichter Schlier ist da drauf. Aber an sich absolut okay für China-Verhältnisse und dafür, dass die Windschutzscheibe mit weiteren Teilchen noch in einem Set verbaut oder mitgeliefert worden sind. So, alles ist super robust verbaut, anders kann ich es nicht sagen. Sehr schön. Die Reifen drehen sich wie eine Eins. Also eine hundertprozentige Bespielbarkeit ist auf jeden Fall gegeben. Hier nochmal der Vorderanblick. Und ja, ich würde sagen, mit diesen Bildern gehen wir jetzt auch zurück in die Vollansicht. Bis gleich. Und wieder zurück in der Vollansicht. Da zeige ich euch schon die Bauanleitung und gehe nicht darauf ein. Ich Depp. So, hier also nochmal die Bauanleitung. Und wenn wir aufschlagen, sehen wir hier die einzelnen Schritte. Erstmal, wie das Männchen zusammengebaut wird. Dann wird immer angegeben, welche Teile benötigt werden. Und hier folgen dann die einzelnen Schritte. Es ist auch immer so, dass die aktuellen Schritte farbig gehalten sind und die der vorherigen Schritte ausgebleicht sind. Hier ist das ganz gut zu erkennen. Bauschritte, jetzt bei diesem Sportwagen, bei dem schwarz-roten, haben wir insgesamt, lasst mich nicht lügen, 31 Stück. Ja, was gibt es zu dem Wagen zu sagen? Ich bin absolut geflasht. Die Steinchenqualität ist halt wirklich brutalst gut. Hochpolierte Steine, Klemmkraft ideal, Farbgleichheit gegeben, die Spalte kaum zu sehen, wenigstens in diesem Bereich hier. Auf der anderen Seite genauso. Also wirklich super verarbeitete Steine, sehr wertige Steine, wenn man die schon in der Hand hat. Klemmkraft, wie gesagt, fantastisch und komplett bespielbar. Die Reifen, die drehen sich wie eine Eins. Die rollen wirklich gegenüber Wangi. Die Supercars, die haben ja ab und zu mal Probleme mit der Achse, sodass die Reifen nicht richtig sich drehen. Oder auch bei Sloban. Mit diesem Wagen, die rollen so klasse, die Reifen, da bin ich absolut begeistert von. Es ist auch sehr stabil verarbeitet, kann ich nichts gegen sagen. Ich mache mal auch den Reifen ab, damit ihr sehen könnt. Hier als Achse haben wir so einen Technik-Stick, den man eindrückt hier. Und darauf ist der Wagen platziert. Ich nehme den mal raus, den Stick, so sieht er aus. Und der wird dann halt einfach nur hier eingeführt. Für mich ist der Wagen
ganz, ganz, ganz weit vorne, was Bespielbarkeit, Design, Wertigkeit, Robustheit angeht. Da muss ich wirklich sagen, ganz toller Wagen. Ich bin total, total begeistert. Ich werde mir auf jeden Fall noch weitere Sets kaufen. Geholt habe ich mir den Wagen für 7,95 bei Tims Klemmbausteinladen. Und wie gesagt, für die Kids oder auch um sich einfach ins Regal zu stellen, weil man die Autos vielleicht sammelt, macht der Wagen echt einen sehr, sehr schlanken Fuß. Ich zeige euch nochmal den direkten Vergleich zum dänischen Hersteller. Also es hat was. Von der Breite sind die identisch, von der Länge fast identisch, von der Höhe fast identisch. Ja, obwohl, ich sag mal so, der Cuman-Wagen ist ein bisschen höher. Aber ich finde es einfach super. Ich mag die Wagen, ich finde die von der Form gut. Ich finde, die sehen nicht zu kindlich aus, obwohl sie natürlich ein Spieleset sind. Ja, also auch für erwachsene Kinder ein toller Wagen. Ich bin wirklich absolut begeistert und ich werde mir mit Sicherheit noch die restlichen 5 Einzelwagen auch noch dazu holen, wenn nicht sogar die Zweiersets. Ja, das war es jetzt von meiner Seite wieder mal. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt das tolle Wetter, das wir momentan haben. Passt auf euch auf und ich bin jetzt hier draußen. Ciao, Kakao.